Wahegru Ji Ka Khalsa, Wahegru Ji Ki Fateh. Liebe Freunde, heute beglückwünschen wir all unsere Mitbürger und alle Sikhs bundesweit über den Tag der Ankunft von Sri Guru Gobind Singh Ji am heutigen Tag im Jahre 1666. Und in diesem kurzen Video möchten wir euch einen Einblick in das Leben von Guru Gobind Singh Ji verschaffen. Wer er war und was seine Mission war. Guru Gobind Singh Ji wird auch als Dasam Padshah bezeichnet. Dasam Padshah bedeutet der zehnte spirituelle König. Der zehnte spirituelle König, der an zehnter Stelle von Guru Nanak Dev Ji sitzt. Und die Erbschaft, die Lehre, die Botschaften, die Guru Sahib Ji für uns hinterlassen hat, beweist, dass seine Lehren von der Ideologie her, von den Prinzipien her, gar keine Ausweichung von den Grundsteinen, vom Fundament, das die heiligen Bhagats, was die Guru Sikhs oder seine neuen Vorgänger von Guru Nanak Dev Ji bis hin zu Guru Tegh Bahadur Ji hinterlassen haben. Guru Sahib Ji hatte eine sehr vielfältige Persönlichkeit. Guru Sahib Ji war zum einen eine perfekte Verkörperung der Heiligkeit, der Ruhe, aber auch gleichzeitig in der Lage und voller Motivation Widerstand gegen Unterdrückung zu leisten. Und wir sehen, dass Guru Sahib Ji dadurch, dass er so sicher war in seiner Mission, den Khalsa dazu geführt hat, dass der Khalsa, diese Khalsa-Gemeinschaft in der Lage dazu ist, ihr eigenes Leben für das Wohlergehen und die Gleichberechtigung aller Mitmenschen zu opfern. Und Guruji setzte ein sehr starkes Zeichen gegen diese Tyrannen ein. Und wir sehen die exzellenten und faszinierenden Führungsqualitäten von Guru Sahib Ji in seinem Kindesalter. Bereits im Alter von 9 Jahren war Guru Sahib Ji in der Lage, korrekte und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Es war so, dass die hohen Gelehrten, die hohe Priesterklasse aus dem Hinduismus, aus dem Kaschmir, zum 9. Nanak Sri Guru Tegh Bahadur Ji kamen, der Vater von Guru Gobind Singh Ji war, und ihn darüber berichtet haben, dass den Kaschmiri-Pandits vom Mogul-Herrscher ein Ultimatum gesetzt wurde: Konvertiert alle zum Islam oder bringt einen Anführer, der sein Leben für euch opfern wird. Und im Alter von 9 Jahren bat Guru Gobind Singh Ji seinen Vater an: O Guru Pita, wer kann sonst gütiger sein? Gehe du und vollende diese gütige Tat. Und mit Guru Tegh Bahadur Ji sind auch 3 andere Guru Sikhs gegangen. Aber Guru Sahib Ji ist fokussiert gewesen für die Gleichberechtigung und wurde im Jahre 1675 im heutigen Janni Chowk, was in Delhi ist, wo der heutige Gurdwara Sisgan Sahib ist, dort wurde Guru Tegh Bahadur Ji hingerichtet für die Glaubensfreiheit anderer. Und diese Glaubensfreiheit, diese Religionsfreiheit ist auch in unseren Grundgesetzen hier in der Bundesrepublik Deutschland fest verankert. Und das war die Mission von Guru Gobind Singh Ji auch. Denn Guru Sahib Ji schreibt in Dasam Granth, wo er seine Botschaften oder Offenbarungen, die er vom Allmächtigen erhalten hat, zusammengefasst hat, dass Ham ehekaj jagat moai, dharm het Gurdev pathai, dass ich für diese Mission gekommen bin. Und welche Mission war es denn? Wo Guru Sahib Ji auch sagt: Ab main apni katha bakhano, ich werde euch über meine Mission jetzt berichten. Welche Mission war es denn? Dharm chalavan, gerechtes Leben etablieren, dass jeder Mensch ein gerechtes und ehrliches Leben führen kann. Sant obaren, diese Heiligen zu beschützen, die diesen richtigen und spirituellen Weg gehen. Dusht saban ko mulo paren, und ich bin dazu da,
um die Wurzeln der böswilligen Tyrannen komplett auszurotten. Und seit der Hinrichtung von Guru Tegh Bahadur Ji hatte Guru Sahib Ji ein Zeichen gegen diese böswilligen Tyrannen und die Unterdrückung gesetzt. Und es war aber auch so, dass Guru Sahib Jis faszinierende Anführungsqualitäten so waren, dass er auch sogar seine vier Söhne, seine leiblichen Söhne, auch mit dem Khalsa geopfert hat. Seine gesamte Familie, seinen Thron, alles einfach nur. Und das zeigt, dass Guru Sahib Ji entfernt von dieser weltlichen Verhaftung, von dieser Bindung war und nicht so war wie die anderen Herrscher, weltlichen. Guru Sahib Jis Demut wird bewiesen, wie Guru Sahib Ji schreibt: Thaan payo main jor kar bachan kahan sir ne aaye. Ich stell mich hin und bete Gott an, ich bitte Gott mit senkendem Kopf, dass Panth chale tab jagat mein jab tum karo sahay, dass dieser gerechte Weg, dieser spirituelle Weg auf dieser Welt erst dann etabliert werden kann, wenn du, mein lieber Allmächtiger, mir beistehst. Und wie man mit Gott kommunizieren soll, das zeigt uns Guru Sahib Jin Chaupai Sahib, wie direkt und offen er mit Gott kommuniziert. Und dadurch lernen wir, wie wir überhaupt selbst mit Gott kommunizieren sollen, der in uns ist. Wie wir mit ihm sprechen können. Und in Jab Sahib, was eine faszinierende Bani ist von Guru Gobind Singh Ji, wo drin Guru Sahib Ji sich so oft verbeugt vor dem Allmächtigen. Und zwar nicht äußerlich, sondern innerlich Verbeugung. Und wie Guru Sahib Ji auch als weiser Anführer in der Lage war, den Mogul-Herrscher, der voller Arroganz protzte, wie er ihn dazu gebracht hat, barfuß, unbewaffnet, zu Guru Sahib Ji zu kommen. Weil Aurangzeb, der Mogul-Herrscher, war bereit dazu, dies zu machen. Nachdem er den Brief von Guru Gobind Singh Ji erhalten hatte, der Zafarnama heißt. Und wir appellieren an unsere Mitbürger, an unsere Weltmächte, dass wir uns ein Beispiel an Dasam Bhatschas Prinzipien nehmen sollten, dass Chunkar azhame hilte dar guzasht, halal ast burdan bashamshir dast, dass wenn wir vor einem großen Konflikt mit jemandem stehen, vor einem Problem oder Meinungsverschiedenheiten, die ein hohes Level erreichen können, dass wenn jegliche Art des Schlichtens durch einen Dialog oder durch Kommunikation fehlschlagen, dass es nur als letzte Möglichkeit, als letzten Ausweg gerechtfertigt ist, das Schwert zu ziehen, sprich Waffen einzusetzen. Und die ganzen Kriege, die herrschen, wenn unsere Weltmächte ein abgesichertes, harmonisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft fördern möchten, dann sollten sie sich daran halten, dass wir erst einen Dialog fördern, wenn dies nichts bringt, erst dann Waffen in den Einsatz kommen, sonst nicht. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.